die komplette Zerstörung seiner Rasenfläche. Hallo liebe Rasenfreaks! Ich erifiziere tatsächlich mal wieder mit Whole Spoons. Das, was ich immer erzähle, mache ich auch endlich mal. Ich habe es, glaube ich, Ewigkeiten nicht mehr gemacht. Die Rasenfläche sieht natürlich top aus. Und jetzt wird sie so richtig brutal zerstört. Nein, sie wird verbessert. Bodenaustausch ist das Fachwort dafür. Wir holen die oberste Bodenschicht in Form von diesen kleinen Cores raus. Diese kleinen süßen Cores, die stanzen wir aus dem Boden raus und füllen diese Löcher mit Sand. Das ist Aerifizieren. Das ist das klassische Aerifizieren. Und ja, man sieht hier oben ein bisschen Rasenfilz. Man sieht aber auch wirklich einen schönen, schon grundsätzlich einen schönen sandigen Boden. Ich möchte aber meine Oberfläche noch sandiger machen, noch mehr abmagern. Und warum, habe ich schon 1000 Videos erzählt, kann ich mal irgendwie einblenden hier. Und jetzt könnt ihr mal kurz gucken, wie das aussieht. Es sieht gigantisch aus, finde ich. Die Maschine arbeitet fantastisch, 330 Löcher pro Quadratmeter. Ich wollte mal messen, wie tief die reingeht diesmal. Ich habe sie jetzt, glaube ich, ziemlich tief gestellt. Ich hoffe, so 10 cm tiefe Löcher werden jetzt gestanzt. Da liegt hinten schon der Sand. Und als nächstes wird hier mit dem, ja, müssen wir, und das ist ja aufwendig, müssen wir, es ist alles aufwendig, müssen wir mit der Schneeschaufel die ganzen Cores abschieben. Und dann wird anschließend gleich der Sand raufgestreut und dann wird er mühsam eingebürstet, natürlich mit der Maschine. Also ohne Maschinen geht aus meiner Sicht sowas bei größeren Flächen überhaupt nicht. Ich sag mal so bis, 100 Quadratmeter pro Hand ist für mich so die Grenze. Es gibt ja diesen Rasenspecht, habe ich auch schon mal gezeigt hier im Video. Damit kann man das von Hand machen. Genau der gleiche Vorgang, genau der gleiche Effekt, aber eben nur für kleine Flächen geeignet. Und solche Maschinen sind halt eben was ganz Ungewöhnliches, ganz Seltenes, auch schwer zu kriegen. Und ich bin tatsächlich heilfroh, dass ich diese Maschine nach wie vor habe. Das Maschinchen ist einfach super. Es ist sehr windig heute mal wieder beim Rasenfreak. Ich hoffe, ihr hört mich noch. Das Maschinchen ist klasse. Durch den Auspuff sehr leise geworden. Also ich bin, hat es lange nicht mehr gemacht, ich bin echt begeistert. Yeah! Aber es ist auch höllenanstrengend. Der ganze Körper ist am Zittern. Aber egal, da müssen wir jetzt durch. Jetzt ist sie so schön leise. Elf und halb. Elf und halb. Er ist ganz schön schräg, finde ich. Also interessant, wie schräg er ist.
Er zieht ihn echt schräg raus. Also, boah, es ist Wahnsinn. Also, die Löcher sind der Hammer. Also wirklich, das ist so tief, geht 12,5. Also, auf dem Grün ist es anscheinend ein bisschen verdichteter. Hier, 12,5. Boah, das ist einmalig. Also, so tief kommt kein anderes Ding. Ein Profigerät kommt 8. Das ist ein Traum. Ein Traum. Und da ist ein Wurm. Ein ganz normaler Wurm. Ja, auch ein Bohrer. Jups. Was hier auch noch auffällt, wenn man mal so ein bisschen hier, das Loch ein bisschen zu, mal ein bisschen gucken, dass der Schaden extrem klein ist. Also er reißt überhaupt nicht irgendwie den Boden längs auf. Es ist ein ganz rundes Loch. Hier kann man es ja gut sehen. Ein ganz rundes Loch ohne große Beschädigungen. Hammer. Ich brauche für 300 Quadratmeter eine Stunde. Also 600 Quadratmeter zwei Stunden. So ungefähr, ganz grob. Was habe ich da gepflanzt? Was ist das? Habe ich reingestanzt. Gut. Das sieht auch unfassbar aus, ne? Die komplette Zerstörung seiner Rasenfläche. Es gibt nichts Sinnvolleres. Ihr fragt ja immer und sagt immer, ja, du hast ja doch schon sandigen Boden, wieso machst du denn nochmal Sand? Ja, also die Idee ist eben, gerade die obere Rasentragschicht richtig gut abzumagern, damit die Wurzeln gerade von der Festuca richtig schön tief wachsen können. Und oben die Poa ein Riesenproblem hat mit der ganz sandigen, trockenen oberen Rasentragschicht. Das ist die Idee. Also Wasserdurchlässigkeit, Luft vor allen Dingen auch, eine Luft in den Boden rein, um das Bodenleben zu aktivieren, um die Nährstoffe besser am Boden freizusetzen. Das ist genau das Ziel. Und jetzt noch unterstützt durch den Sand. Wir streuen hier den Sand drauf. Ich peile so 3 Liter pro Quadratmeter an. 2 bis 4 ist so die richtige Sandmenge. Also 3, vielleicht auch sogar 4 Liter pro Quadratmeter. Und dann immer wieder bürsten. Dann muss der Sand abtrocknen, damit er reinrieselt. Dann bürsten. Und immer wieder reinbürsten, bis die Löcher gefüllt sind. Ja, es ist extrem. Also ne, das ist wirklich etwas schon auf Golfplatz grün. Also da, wo ne, das kurzgeschnitten ist, das Grünniveau. Das ist schon eigentlich das, wo man sowas macht. Und nicht auf einer privaten Rasenfläche. Na Schatz, wie geht's? Na Schatz? Bitte? Gerade. Du filmst gerade? Ist meine Frau nicht cool? Meine Frau ist der Hammer. Echt. Das ist echt ein Geschenk.
Also mit der Schneeschaufel ist immer noch die allerbeste Lösung. Das war's, Freaks, für heute. Bin ich völlig am Ende. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.